Moin Moin, hier ist der Zap. In diesem Review stelle ich das Two Point Hospital DLC Off the Grid vor und ich zeige dir, was alles drin ist, wie es sich spielt und am Ende gibt es eine Wertung von mir. Aber vor allem möchte ich dir in diesem Test alle Informationen geben, mit denen du selbst entscheiden kannst, ob sich ein Kauf für dich lohnt oder nicht. Ich habe freundlicherweise ein kostenloses Testmuster von Sega UK erhalten, vielen Dank dafür. Dies hat aber keinen Einfluss auf meine Bewertung. Ich versuche alle Reviews immer so zu verfassen, als hätte ich das Spiel oder DLC selbst gekauft. Two Point Hospital und DLCs allgemein. Two Point Hospital ist der sehr gute Nachfolger von Seam Hospital. Eine Neuauflage, die es wirklich in sich hat. Die damit auch die humoristische Essenz des Originals von 1997 beibehält und auch weiterführt. Solltest du das Spiel noch gar nicht kennen, empfehle ich dir meine anderen Beiträge zum Spiel. Die entsprechende Playlist findet sich oben rechts. Mit Off the Grid ist nun die vierte Erweiterung für Two Point Hospital erschienen. Die ersten drei DLCs und das erste Item Pack habe ich auch in einem Review vorgestellt. Den Link dazu findest du ebenfalls oben rechts oder unten in der Videobeschreibung. Off the Grid kommt mit neuen Inhalten für das Hauptspiel, wie drei zusätzlichen Gebieten und Missionen, 35 neuen Krankheiten, davon 9 mit neuen Grafiken und Animationen, 4 neue Behandlungsräume und 31 zusätzliche Gegenstände, die man im Krankenhaus bauen kann. Alle Missionen, Krankheiten und Gegenstände sind dabei am großen Thema Ökos, alternatives und umweltfreundliches Leben und Ökotechnik ausgerichtet. Wie bei den meisten DLCs sind leider viele der Inhalte nur in den Gebieten der DLCs direkt verwendbar oder im Sandbox-Modus. Das bedeutet, die neuen Krankheiten und Behandlungsräume werden nicht in den Missionen des Hauptspiels auftauchen. Das finde ich sehr schade, aber leider wird das bei vielen Spielen so gemacht. Vermutlich will man das Balancing der Hauptmissionen nicht stören. Ich hätte dafür lieber einen Schalter, aber den gibt es hier nicht. Aber ich wollte es auf jeden Fall erwähnt haben. Die neuen Einrichtungsgegenstände sind jedoch überall verfügbar. So hat man zumindest diese Dinge dauerhaft im ganzen Spiel zur freien Benutzung. Wie immer enthält das DLC auch zahlreiche neue Moderatorsprüche für Radio Two Point. Neben den üblichen lustigen Sprüchen gibt es diesmal als Besonderheit eine kleine Hörspielgeschichte. Die ist jetzt nicht umwerfend, komplex oder spannend, aber ich fand die Idee ganz lustig. Neu in Off the Grid? Krankheiten. Dann erzähle ich mal ein wenig im Detail, was im DLC drin ist. Noch eins vorweg, es gibt für die Patienten in den neuen Gebieten jetzt allerlei neue Kleidungsstücke und Frisuren. Batikhemden, Cornrolls, Frisuren und allerlei andere Anspielungen an die Hippie- und Öko-Szene werden schon allein beim Aussehen der Krankenhausbesucher zu sehen sein. Die neuen Krankheiten wie zum Beispiel Mümmelmose, wo Leute einen Hasenkopf bekommen haben, oder Rübennase, die genauso aussieht, wie sie heißt, sind schick gezeichnet und teilweise auch mit besonderen, passenden Animationen verknüpft. Grafisch ist da alles auf gewohnt hohem Two-Point-Niveau. Einige der neuen Krankheiten haben tolle Namen, wie zum Beispiel Holzwurm-Syndrom, Retro-Starre, braune Hose, Scheuerholz, Verflechtung, Bleifuß, Ökokrise, Rübennase, grüner Daumen oder Hexenwahn. Und natürlich gibt es dazu immer auch eine witzige kleine Geschichte, wo die Krankheit herkommt und wie sie geheilt wird. Aber das spoilere ich hier nicht. Neu in Off the Grid? Behandlungen. Auch die vier neuen Räume sind optisch anders. Hier sticht besonders der Kräutergarten heraus, denn dieser neue Raum ist an die Station angelehnt und funktioniert auch sehr ähnlich. Nur in dieser etwas schrägen Öko-Umsetzung werden die Patienten nicht in Betten, sondern in Blumen und Ranken gebettet, wo sie ihre Krankheiten dann umhüllt von Pflanzen auskurieren können. Natürlich kann man, wie bei Station und Frakturstation, die Anzahl der Pfleger erhöhen, damit es keinen Stau vor dem Kräutergarten gibt. Auch die Pharmakologie bietet eine sehr naturnahe Behandlung, indem die Patienten, die an einer Vogelscheuchenseuche leiden, in einen Häcksler geworfen werden, der wie ein Mähdrescher mit angehängtem Bauernhof aussieht. In der Holzstation werden wiederum die Pinocchio-artigen Holzwurmerkrankten in ein Haibecken geworfen. Etwas anders ist da die letzte Station, denn im dritten Level ist Hightech angesagt und die schlimmsten Hightech-Krankheiten kann nur der Tech-Support heilen. Diese Neo-Futurose-Kranken tragen alle Rollkragenpullover und eine Hornbrille. Die Anspielung auf Steve Jobs ist ziemlich klar. Und in der Behandlung werden diese Zukunftskranken dann in einen weißen Würfel geführt, wo man sie mit wildem RGB-Lichtgeblinke herumwirbelt. Neu in Off the Grid: Gegenstände.
Herausragend anders sind hier die neuen Nahrungsmittelspender. Hier kann man Hochbeete für Karotten, Zitronen und Tomaten aufstellen, die mit einem Münzeinwurf ökologisch wertvolle Veganerkost auswerfen. Parallel dazu gibt es einen Regenwassersammler als Ersatz für den Wasserspender. Hier kommt eine interessante Mechanik ins Spiel, denn die neuen Automaten haben einen Füllstand, der nicht vom Hausmeister einfach aufgefüllt wird, sondern der sich langsam selbst füllt, also wächst. Hier muss man dann erstmal herausfinden, wie viel Beete man für welche Menge Patienten braucht, um alle satt zu bekommen. Mein besonderes Highlight an neuen Items ist eine der Belohnungen aus der ersten Mission, nämlich eine Fußmatte, die mit Hau ab beschriftet ist. Aber auch das neue Butterfass oder die 3D-Illusionsbrille als Unterhaltungsgeräte und die Deko-Gegenstände Dimensionstor und Traumfänger fand ich sehr nett. Neue Maps und Missionen. Vendor of County Park. Es folgen die neuen Missionen in der Öko-Region als Kurzzusammenfassung. Im dazu passenden Beitrag auf meiner Webseite werde ich auch eine Tabelle mit den einzelnen Anforderungen an die Sterne für die einzelnen Maps auflisten, falls dich das interessieren sollte. Map 1 heißt Vanderhof und ist ein typischer Sommercamp-Zeltplatz. Hier errichten wir unsere Behandlungen nicht in Gebäuden, sondern eigentlich in den Lücken zwischen den Zelten und anderen landwirtschaftlichen Dingen, die in der Gegend herumstehen. Das bedeutet, es gibt keine Außenwände in dieser Karte und als weitere Besonderheit ist auch direkt die komplette Fläche der Mission freigeschaltet zum Bauen. Dadurch sparen wir uns, Grundstücke dazu kaufen zu müssen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Probleme dadurch, dass es überall sehr warm ist und wir damit für Kühlung und für Deko auf der ganzen Fläche sorgen müssen. Und das ist auch dringend nötig, denn in dieser ersten Mission gibt es einen sogenannten Wellness-Index. Dies ist ein Wert, der dauernd von Holistics nachberechnet wird, und zwar aus der Zufriedenheit unserer Patienten mit unserem Krankenhaus. Und je nachdem, wie glücklich die Leute sind, bekommen wir mehr Geld für jede Untersuchung und Behandlung oder halt auch weniger. Die Preise können so um plus minus 50% schwanken. Wir sorgen also besser dafür, dass alle total happy sind, damit die Kasse stimmt. Map 2 – Old Newpoint. In dieser zweiten Map in Old Newpoint müssen wir einen alten Bauernhof in ein Krankenhaus umbauen. Neben besonders kleinen Gebäuden werden uns hier alle normalen Automaten gesperrt. Es gibt also kein Automatenessen und auch die normalen Wasserspender, Süßigkeitautomaten etc. sind alle deaktiviert. Stattdessen müssen wir Karotten anbauen und Regenwasser auffangen. Wir bekommen von Anfang an in dieser Karte die neue Behandlung Kräutergarten direkt ohne Forschung und auch die ebenfalls neue Behandlung Pharmakologie folgt schnell hinterher. In den Anforderungen dreht es sich hier vor allem darum, mit den beiden neuen Behandlungen Leute zu heilen und die Besucher des Krankenhauses mit Karotten und Tomaten zu füttern, anstatt mit Fastfood, Süßigkeiten und Softdrinks. Map 3 – Windsock City. Bürgermeisterin Tabisa Windsock ist sehr besorgt, dass noch niemand eine Stadt nach ihr benannt hat. Und darum möchte sie mit Windsock City eine moderne Hightech-Stadt gründen, die ihren Namen trägt. Unabhängigkeit und Selbstversorgung mit umweltfreundlicher Energie ist hier das Thema. Da wir uns off the grid, also abseits vom normalen Stromnetz versorgen sollen, ist es auch unsere Aufgabe, die Stromversorgung für jeden Raum erstmal mit Ökostrom selbst herzustellen. Diese Ökogeneratoren stehen bereits auf der Karte und man kann sie kaufen wie normale Grundstücke. Es gibt hier Windenergie, Solarenergie und auch Wasserkraftwerke. Je nach Größe erzeugen sie Strom für 3 bis 25 Räume. Das Ganze ist jetzt zwar etwas anders als im normalen Spiel, bietet aber keine wirkliche Herausforderung. Als neuer Raum kommt nun auch der Tech-Support dazu. Dieser Raum ist damit nur in diesem einen Level oder im Sandbox-Modus verfügbar. Ich kann mich nur wiederholen, sehr schade, dass viele der neuen Dinge aus den DLCs nicht überall verfügbar sind. Meinung, Fazit, Wertung. So, für einen Grundpreis von 8,99 € bekommt man hier schon einige Stunden an neuem Gameplay geboten. Es gibt eine Menge originelle und auch ein paar weniger originelle Gags und Gimmicks, die das Spiel erweitern. Mit normalem Spieltempo sollten es wohl mindestens 10 bis 15 Stunden für die drei Missionen sein. Wenn man Sandbox-Spiele mag, erhöht sich der Wert der Inhalte nochmals. Insgesamt reicht Off the Grid von der Qualität und der Herausforderung leider nicht ganz an meinen Lieblings-DLC Pebbly Island heran. Aber ich denke, bei knapp 9 € ist trotzdem genug drin, dass man als echter Fan der Serie bedenkenlos zuschlagen kann. Daher möchte ich dem Two Point Hospital Off the Grid DLC eine Wertung von 74% geben, wenn man den vollen Preis dafür zahlt. Und mit sinkendem Preis steigt die Wertung wohl grob gesagt mit jedem Euro weniger um mindestens 1%. Gerade jetzt zum Release gibt es auf Steam einen Einführungsrabatt von 10%. Oder du schaust mal unten, da gibt es einen Link zu meiner Partnerseite GamesPlanet. Dort kann man dieses DLC und natürlich auch Unmengen anderer Spiele und DLCs günstiger kaufen. Meistens gibt es mindestens 15%.
10%, oft kann man auch noch viel mehr sparen. Und dabei ist Games Planet kein ominöser chinesischer Keyseller, der mit geklauten Kreditkarten arbeitet, sondern ein legaler und offiziell von Steam zugelassener Händler. Hat dir dieser Ausflug in die Welt der Ökos gefallen? Möchtest du gern deine Two-Point-Hospital-Krankenhauswelt um die neuen Maps erweitern? Schreib mir gerne unten in den Kommentaren, was du dazu denkst. Mehr Reviews, News, Guides und Tipps gibt es immer hier bei zapzock.de. Dann wünsche ich dir einen tollen Tag, lass es dir gut gehen und bleib gesund. Ciao, ciao, dein Zap.